Dann herzlich willkommen zu unserer Session zum Thema digitale Teilhabe von Menschen mit Behinderung. Mein Ziel ist zum einen ein bisschen mit euch nochmal das Thema Behinderung grundsätzlich zu sensibilisieren. Dann hätte ich gerne ein Feedback von euch am Ende zu einer ganz konkreten Idee. Und ich begreife mich auch immer ein bisschen als Lobbyist für die Interessen von Menschen mit Behinderung. Alles, was ich beruflich mache, hat auch ein bisschen einen Lobbyhut. Und weil die Lobby, wie man hier auch sieht, an vier Teilnehmenden viel zu klein ist. Und das muss sich einfach ändern, weil wir das schon vorweg eine Gruppe von Menschen haben, die am stärksten aufgrund dieser Diversitätskategorie Behinderung an der Teilhabe eingeschränkt ist, viel mehr als jede andere Gruppe. Vielleicht können wir sind jetzt zwar nur zu viert, deswegen können wir das auch, weil ich starte jetzt einmal die Präsentation, dass ihr seht. Seht ihr jetzt die Präsentation? Seht ihr das? Ja, Ja. gut. Ich habe in meinem Einführungstext geschrieben, Teilhabe beginnt vor der Haustür oder nach Drücken des Power-Buttons. Und wir drücken den Power-Button, weil das bezieht sich auf das Thema digitale Teilhabe von Menschen mit Behinderung. Wir können eine kurze Vorstellungsrunde gleich gerne noch machen. Zu viert ist das auf jeden Fall möglich. Wenn wir jetzt 20 gewesen wären, hätte ich es gelassen. Dann möchte ich kurz auf das Thema Barrieren im digitalen Raum eingehen. Und dann die Frage Internet lernen, wie geht das eventuell mit Pixel? Dann beende ich nochmal kurz, dann gehen wir nochmal kurz so zusammen. Ich stelle mich zunächst kurz vor. Mein Name ist Matthias Schulz, ich bin Leiter der Akademie Himmelreich aus Kirchzarten, eine Abteilung des Hofguts Himmelreich, das ein Hotel-Restaurant hat, die momentan sehr, sehr krisengebeutelt sind. Und eine Akademie, das mein Bereich ist, wir machen viel Bildungsarbeit, berufliche Bildungsmaßnahmen für und mit Menschen mit Behinderung. Und uns hat natürlich vor einem Jahr die Digitalisierung auch mit voller Wucht getroffen, wobei wir sowieso schon das letzte Jahr zum Jahr der Digitalisierung erklärt hatten, auch vor der Pandemie schon. Und ich im Februar 2020 alle Mitarbeiter mit Homeoffice-Zugängen ausgestattet hatte. Und dann kam die Pandemie und ich habe mir auf die Schulter geklopft. Genau. Genau, Inklusion ist unser Leib- und Seelenthema seit vielen Jahren. Vielleicht kurz zur Geschichte des Hofguts Himmelreich in der jetzigen Form. Das gibt es ja schon seit 1480, also sehr traditionelle Halt nach dem Höllental kommt das Himmelreich, dann hat man mit dem Pferdekutscher Stopp gemacht. Aber in der jetzigen Form als Inklusionsunternehmen seit 2004 gibt es einfach, dass Eltern von jungen Menschen mit Beeinträchtigung für ihre Kinder eine Möglichkeit gesucht haben, die nicht in der Werkstatt für behinderte Menschen zu schicken, im Kontext berufliche Bildung, sondern auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Und mit viel Unterstützung hat man damals geschafft, dieses Gebäudeensemble zu erwerben, ein Hotel und Restaurant aufzubauen, ein Qualifizierungsmodell zu entwickeln, das dann in die Gründung der Akademie Himmelreich mündete. Und genau das, seitdem machen wir unterschiedliche Projekte. Könnt ihr gerne auf die Homepage gehen. Ich kann es jetzt nicht alles erläutern. Genau, persönlich habe ich einen Kontext zur PH, wo das ja eigentlich stattfindet, das Barcamp, habe ich im Master in Erziehungswissenschaften gemacht. Und mich damals sehr intensiv mit Inklusion beschäftigt, als es das auch noch keine Lehrstühle an der PH zum Thema Inklusion gab, im Unterschied zu jetzt, zum Thema inklusive Erwachsenenbildung vor allem. Deswegen habe ich vorhin beim Henrik auch aufgehorcht mit den Volkshochschulen, habe dem Henrik auch schon einen Link geschickt zu einem Projekt von uns. Genau, wollen wir kurz was zu euch sagen? Wir sind ja wirklich klein. Henrik? Kann ich gerne machen. Genau, wenn ich schon erwähnt wurde, es ist nicht die Volkshochschule Baden-Württemberg, sondern quasi auf der anderen Seite von Deutschland, mit der ich gerade zusammenarbeite, die Volkshochschule in Niedersachsen. Also ganz spannende Perspektiven dabei. Genau, ich arbeite auf der einen Seite an der katholischen Hochschule, leite da den Bereich der Weiterbildungen, was auch immer da, also da fällt alles Mögliche drunter, und bin gleichzeitig beratend tätig für soziale Organisationen im Kontext der Organisation. Organisationsentwicklung, eben soziale Organisationen, deswegen vielleicht so ein bisschen die Verbindung auch zu diesem Thema. Ich habe soziale Arbeit studiert, habe lange in der stationären Jugendhilfe gearbeitet und danach eben der Wechsel an die Hochschule und in den Beratungsbereich mehr unter kurzer Werbeblock idquadrat.org. Danke. Danke. Soll weg.
Sehr gut, danke schön. Ja, Solveig Schwarz und ich arbeite bei der Stadt Freiburg im Bereich Digitales und IT, habe dort die Digitalisierungsstrategie mitgeschrieben und wir sind jetzt im Umsetzungsprojekt, dass wir die Strategie auch wirklich auf die Straße bringen. Studiert habe ich was mit Management, aber im Bereich Kunst und Kultur. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ja, sonst nebenher in meiner Freizeit mache ich ganz viele ehrenamtliche Tätigkeiten, unter anderem dieses Barcamp und andere Veranstaltungen wie das Netzkulturfestival zum Beispiel. Schön, danke. Und Melanie wird auch. Melanie. Ja, genau. Ich bin Studentin, studiere Sonderpädagogik in Heidelberg und bin jetzt gerade in Freiburg an der Kapriole. Schule, genau, und deswegen Inklusion auch für mich ein wichtiges Thema und deswegen bin ich hier und wollte vorbeischauen. Genau. Und ihr habt natürlich das Glück, in Heidelberg an der PH das neue Zentrum für inklusive Bildung an der Hochschule zu haben. Das seit kurzem Projekt, das ich auch schon von Anfang an verfolge. Also das Thema ja Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung als Dozentinnen und Dozenten in der Hochschulwelt und auch tatsächlich sozialversicherungspflichtig an der PH Heidelberg angestellt, auch so eins unserer Leuchtturmprojekte, dass wir auch viel machen und wir auch daran hinarbeiten, dass es hoffentlich nach Freiburg kommt. Aber darum geht es jetzt nicht, sondern dann gehe ich jetzt nochmal in die Präsentation. Vorweg, von wem reden wir eigentlich? Jeder hat einen Begriff zum Thema Mensch mit Behinderung. In der Regel, ohne dass es jemand böse meint, gehen wir defizitorientiert an die Sache ran und denken, es sind Menschen, die etwas nicht können oder nicht der Norm entsprechen können, nicht laufen, nicht gehen, nicht sehen etc., dann ist jemand behindert. Das ist das klassisch defizitorientierte Modell, was vorherrschendes Modell ist. Wir gehen aber von einem sehr modernen Verständnis aus, wobei es auch gar nicht mehr so modern ist, die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung in Deutschland ist seit 2009 in Kraft. Die hat Folgendes, und das ist auch ein sehr komplexes Modell, worauf ich einfach kurz eingehen möchte. Die besagt, zu den Menschen mit Behinderungen zählen Menschen, die langfristig körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können. Allein dieses Verständnis könnten wir uns eine Stunde mit beschäftigen, machen wir normalerweise auch in Workshops damit, wenn wir uns damit beschäftigen. Heute geht es nur ein kurzer Ritt, soll einfach zeigen, Behinderung ist sehr komplex. Wir können das nicht statisch einer Person zuschreiben, sondern auch eine Person mit einer körperlichen Beeinträchtigung, die aber selbstständig lebt, einen Beruf hat, sich selbstständig im digitalen Raum bewegen kann, ist nach dem Verständnis nicht behindert. Die ist beeinträchtigt, aber nicht an der Teilhabe eingeschränkt, wenn sie überall hinkommt, wo sie hin möchte, und nicht behindert. Wir legen vor allem in unserer Arbeit den Fokus auf diese Barrieren, weil diese Beeinträchtigung, das ist was, das können wir als Nichtärzte, Nicht-Therapeutinnen, Nicht-Psychologinnen, kein Einfluss, das ist einfach oft, wie es da steht, langfristig, dauerhaft. Aber wir können an den Barrieren ansetzen, weil die beginnen vor der Haustür oder nach Drücken des Powerknopfes und sind noch sehr mannigfaltig vorhanden. Also im digitalen Raum, welche Barrieren könnte es denn da geben? Das ist auch das Verständnis, wovon wir ausgehen, behindern ist heilbar. Ganz bewusst, das ist eine Image-Kampagne vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2012, das einfach diesen Perspektivwechsel nochmal verdeutlichen soll. Es geht nicht darum, die Behinderung, den Mensch zu heilen, weil das geht nicht, die Beeinträchtigung, sondern es geht darum, die behindernden Strukturen in der Gesellschaft zu identifizieren und abzubauen oder idealerweise zu verhindern, zum Beispiel durch eine Digitalisierungsstrategie, die den Aspekt der Barrierefreiheit von Anfang an berücksichtigt, dass überhaupt Barrieren auch im digitalen Raum aufgebaut werden. Das ist hier bei dieser Plakatkampagne einfach, finde ich, sehr eindrücklich dargestellt. Für viele kleinwüchsige Menschen ist es so in der Bank wie im Vergleich, wie wenn für uns normgroße Menschen der Bankautomat so weit oben hängen würde. Von welchen Personen reden wir? Es kam gerade schon ganz unterschiedliche Beeinträchtigungsformen. Das, aber wie gesagt, die Beeinträchtigungsform ist nicht das Problem in Anführungszeichen. Das Problem sind die Barrieren, die dazu führen, dass die Teilhabe eingeschränkt ist. Im digitalen Raum habe ich mal eine
kleine Auflistung gemacht, was mir vorhin spontan eingefallen ist. Es ist grundsätzlich sehr stark abhängig vom Individuum und von der Beeinträchtigungsform. Zum Beispiel fehlende Vorlesefunktion oder schlechte Kontraste auf einer Homepage, keine Möglichkeit, diese zu verändern oder in einer App oder in einer Software. Zu viel und zu lange Texte, keine leichte Sprache. Captchas, das ist eine Katastrophe, die sind auch für mich oft teilhabebeeinträchtigend. Da kennt ihr bestimmt, klicke alle Ampeln an. Wie oft scheitert man da? Ich scheitere bei jedem zweiten Mal. Und das jetzt nochmal unter dem Modell, ich sehe nichts, ich sehe vielleicht nicht mal die Ampeln, weil ich blind bin, ist eine Katastrophe. Pop-ups sind auch oft schwierig. Als Beispiel dazu. Wie? War keine Meldung. Pop-ups, ein Beispiel dazu. Wir haben bei uns in einer Beratungsstelle eine Kollegin mit einer starken Sehbeeinträchtigung. Die nutzt eine Zoom-Funktion, die sieht ihren Bildschirm immer 10-fach vergrößert, also immer einen minimalen Bestandteil. Wenn bei der nur ein einfaches Windows-Update-Fenster aufleuchtet, das ist für die oft eine Katastrophe. Die findet das oft nicht. Und das ist, die ist hochkompetent, diese Frau, aber sie findet dieses Pop-up-Fenster nicht, wo sie einfach nur klicken müsste. Oft gibt es für Bilder keine Alternativbeschreibungen, was vor allem für blinde Menschen hilfreich ist, um zu sehen oder wahrzunehmen, was ist denn überhaupt darauf abgebildet. Wir haben fehlende oder Kauderwelsch-Untertitel bei Filmen, Kurzfilmen, also bei YouTube, Facebook kann ich ja automatische Untertitelung einstellen, das führt aber oft zu Kauderwelsch. Da muss man sich schon die Zeit nehmen, das auch nochmal manuell nachzusteuern. Keine Übersetzung in Gebärdensprache ist auch oft nicht vorhanden. Und vielfach im Bereich der Privatwirtschaft. Warum habe ich das da genannt? Es ist, die öffentlichen Stellen in Deutschland sind verpflichtet seit vielen Jahren durch das Behindertengleichstellungsgesetz Barrierefreiheit durch die BITV 2.0, die Barrierefreie Informationstechnikverordnung 2.0, Barrierefreiheit möglichst maximal umzusetzen und durch eine neue EU-Verordnung auch die Kommunen hier und es sind alle, gibt es auch eine Prüfstelle auf Bundesebene, die das überprüft, aber ohne Sanktionierungsmechanismus. Genau, und die Privatwirtschaft hat man leider damals bei der Novellierung des Behindertengleichstellungsgesetzes nicht dazu verpflichtet, obwohl es viele Forderungen von der Behinderten-Selbsthilfe gab, das zu tun, hat man aber leider nicht gemacht. Also, ich hätte jetzt, ihr könnt nachher mal auch auf eure Lieblings-Homepage gehen, mal gucken, was ist denn davon vorhanden, von diesen Themen. Gibt es da was oder nicht? Machen wir jetzt nicht. Ich habe zwei Beispiele. Zum einen, wie wir es bei unserer neuen Homepage im Hof Gut Himmelreich versucht haben. Wir haben hier oben so eine Leiste eingebaut, Barrierefreiheit, eine Vorlesefunktion, Kontraste, leichte Spracheeinstellungen. War mit der Agentur ein Riesen-Act. Und das Teure an der Homepage war nicht die grafische Gestaltung, sondern die Programmierung dieser Leiste, weil es leider einfach noch keine Standardkompetenz von Online- und Werbeagenturen ist. Also auch ein Punkt, an dem man einsetzen kann, aber ich heute jetzt nicht werde. Es ist wie bei Architekten auch barrierefreies Bauen, da ist es mittlerweile gängig, aber bei Softwareentwicklern nur sehr bedingt. Oder ich habe die öffentlichen Stellen genannt. Hier ist BMAS, Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Mittlerweile alle Bundes- und Landesministerien in der Regel haben das abgedeckt. Viele Parteien mittlerweile auch. Genau, da gibt es einfach, könnt ihr mal drauf achten. Es sind in der Regel immer an denselben Stellen auf Homepages verortet. Zusätzlich, also wir haben das gemeint, das ist das Thema Hardware, Barrieren, also diese umweltbedingten Barrieren, Hard Facts. Und wir haben einstellungsbedingte Barrieren im Sinne auch von fehlender Kompetenzen. Wir haben fehlende Ausbildungskonzepte in Studiengängen und Ausbildungen von Fachkräften, die professionell mit Menschen mit Behinderung arbeiten, Heilpädagoginnen, Sonderpädagoginnen, Heilerziehungspflegerinnen. Ich habe dazu jetzt keine Studienprüfungsordnungen analysiert, aber zum einen kenne ich den Habitus der Personengruppe, weil ich selber einer bin, ein Heilpädagoge, wie er da steht. Genau, wage deshalb, und ich kenne schon die Prüfungsordnung einigermaßen, dass da noch viel zu tun ist und getan werden kann. Und das ist eine ganz zentrale Umwelt- und einstellungsbedingte Barrieren. Wie kann ich Menschen begleiten, die Unterstützung bedürfen zu einer selbstbestimmten digitalen Teilhabe, wenn ich selbst gar nicht mich in dem Maße selbstbestimmt bewegen kann? Also ein Punkt, wo man ansetzen kann. Und das wäre jetzt auch gleich so die erste kleine Frage, genau, die wir mal kurz diskutieren könnten, so und was tun wir nun? Ich habe ein paar Fragen, die auch in meiner Ankündigung von der Session selbstbestimmte digitale Teilhabe
wir können nicht alle durchgehen, wir können nur ein paar Prozesspunkte andiskutieren. Also wie können wir das erreichen? Wie qualifizieren wir Fachkräfte? Wie empowern wir Menschen mit Behinderung? Welche Rolle können professionelle Dienste und Organisationen einnehmen? Welche Verantwortung tragen auch die Organisationen, also zum Beispiel klassische Wohnheime für Menschen mit Behinderung, Werkstätten für behinderte Menschen, ambulante Unterstützungsdienste? Wie können wir da hinkommen, dass sie die von ihnen unterstützten Menschen begleiten? Das wäre mal so der erste Diskussionsblock, auf den ich gerne mit euch eingehen würde. Und dann mache ich nochmal weiter, so um spätestens 4. Würde mich freuen, ich mache mal die Fragen alle in den Chat. Dann kann ich nämlich die Präsentation auch beenden. Ich stelle sie mal kurz rüber als Leitfragen. Ich habe jetzt vergessen, jemand, der die geteilte mitschreibt. Naja. Ja, ich habe gerade kurz auch ans Mitschreiben gedacht, aber du hast ja viele von den Dingen tatsächlich gut beschrieben in den Folien drin. Also da habe ich nur gedacht irgendwie, okay, also wenn ich jetzt was mitgeschrieben hätte, hätte ich das geschrieben, was so in den Folien steht. Also so, ja, deswegen fand ich das irgendwie okay. Ich stelle mir bei dieser Gesamtdiskussion grundsätzlich die Frage, können wir überhaupt als Fachkräfte auch und als Menschen in diesem sozusagen Bereich, soziale Organisationen und so weiter, über Menschen mit Behinderung reden, anstatt mit ihnen zu reden? Wir haben diese Situation jetzt schon wieder hier, alte weiße Männer. Entschuldigung, Matthias. Solveig, ich nehme dich da nicht mit rein, ja, so irgendwie. Reden über Teilhabeeinschränkungen. Ich habe das mitgekriegt. Wir haben also diese Session, wo du auch dabei warst, bei diesem Werkraum Zukunft, den ich da irgendwie bastel zum Thema Diversität, wo ich nur das Gefühl hatte bei mir, ich bin in diesen ganzen Themen, ehrlich gesagt, da habe ich soziale Arbeit studiert und bewege mich in dem Bereich, ich bin oftmals total sprachlos. Also ich bin wirklich, mir fehlt die Sprache, darüber adäquat zu reden. Und da hänge ich dran. Und diese Frage, wie gelingt es da sozusagen Fachkräfte zu empowern oder halt irgendwie zu qualifizieren, finde ich dabei hochgradig spannend. Wenn ich die Studiengänge bei uns angucke, wenn ich die Hochschule angucke, also der Katholischen Hochschule Freiburg, wie viele Menschen mit Behinderung sind denn eigentlich da, anstatt über Menschen mit Behinderung zu sprechen und zu glauben, dass wir Antworten hätten für bestimmte Fragestellungen. Da hänge ich dran. Völlig berechtigt, eine sehr wichtige Frage. Also allein, dass du die Frage stellst, spricht schon dafür, dass du sehr sensibel bist. Vielleicht kurz dazu, der Grundsatz der UN-Behindertenrechtskonvention, wie ist die damals entstanden? Der Grundsatz, nichts über uns, ohne uns. Das war die erste Konvention der Vereinten Nationen, die wirklich so einen krass partizipativen Ansatz hatte. Da gibt es so eine interessante Anekdote dazu, dass die UN damals nicht mal einen Preisschriftdrucker hatten, weil es gab wirklich Menschen mit Behinderung, die Delegationen von Ländern angeführt haben. Und die dann sich erstmal einen Preisschriftdrucker anschaffen mussten, damit sie die ganzen Protokolle etc. ausdrucken können. Also das zum einen. Ich habe hier im Chat die Meldung gesehen von Ilus Nevi. Ich nehme mich gleich dran, vielleicht noch kurz dazu. Definitiv, wir machen auch bei allen unseren Projekten, haben wir partizipative Grundsätze. Wenn wir was Neues entwickeln, beziehen wir Menschen mit Behinderung ein. Entweder unsere Kollegen und Kollegen, also ich habe Kollegen, die sind blind, sehbeeinträchtigt, die sitzen im Rollstuhl, wo ich sage, das ist ein Thema, auch alles, was wir neu machen. Wir haben vor kurzem digitale Arbeitszeiterfassung getestet und das war immer der Aspekt, ist es auch barrierefrei möglich? Bitte testet ihr das vor allem. Genau deswegen sehe ich mich im Prinzip auch nur als, ich versuche immer die als Sprecher sozusagen ein bisschen zu fungieren. Ich meine, gelingt mir auch nur, ist immer nur bedingt möglich, aber das ist schon so, dass wir alles, was wir machen, hat einen partizipativen Grundsatz. Also wenn wir da rangehen, müssen wir auf jeden Fall die Menschen einbeziehen. Wir merken, wir geht aber jetzt nicht über so ein Barcamp offensichtlich. Außer es gibt hier eine Expertin in eigener Sache, der was dazu sagen möchte. Dann nehme ich jetzt mal den. Magst Ilo. Du ganz kurz noch die Aufzeichnung stoppen? Weil dann trauen sich vielleicht auch mehr mit Kamera. Und gehen nochmal in die Präsentation. So, dann habe ich das Thema gehabt, Internet lernen. Also wie lernt man denn Internet? Könnte man jetzt auch diskutieren, aufgrund der Zeit schwierig. Wie habt ihr denn Internet gelernt? Angenommen, ihr seid eine erwachsene Person mit Beeinträchtigung, mit bisher wenig Kontakten zu digitalen Dingen. Wie lerne ich denn Internet?
Und es gibt eine Form, das heißt die Pixel-Labore. Die würde ich jetzt mal draufklicken, habe ich verlinkt, dann zeige ich das euch mal. Pixel, seht ihr jetzt die Homepage von Pixel? Ja. Super. Ja. Genau, also das sind Pixel-Labor, die sind gar nicht so jung. Die gibt es hier in Deutschland, Land der Ideen 2012. Das sind physische Orte, wo man Internet lernen kann, wo Inklusion selbstverständlich stattfindet. Da kann, hier sieht man Standorte, gibt es mittlerweile Bielefeld, Dortmund, Düsseldorf, Kaiserslautern, Kassel, Köln und Osnabrück, die einfach tatsächlich unterschiedliche, die sind einerseits Orte zum Hingehen, da gibt es Tablets und neue Medien zum Erlernen und die bieten auch unterschiedliche Beratungs- und Workshop-Konzepte an. Hier, wir können jetzt nicht alles uns anschauen, nur dass ihr mal so einen ungefähren Blick habt. Zielgruppe von deren Angebot sind Menschen mit Behinderung, Menschen aus Mitarbeiterinnen aus Einrichtungen und grundsätzlich Menschen, die den Umgang mit digitalen Medien erlernen möchten, also wirklich komplett inklusiv. Da kann jeder hinkommen und es auch annehmen. Und genau, da lernt man Medienkompetenz auf einfachem Wegen. Könnt ihr euch später auch gerne mal durchklicken. Wie ihr seht, das südlichste dieser Labore ist wohl ganz neu, kam Kaiserslautern hinzu, wusste ich noch nicht. Bisher war das südlichste Kassel. Und ich frage mich, wir sind immer als Akademie Himmelreich, versuchen wir immer, wo ist der Bedarf, was gibt es hier noch nicht, was ist spannend. Welche Rolle könnten eventuell Pixel-Labore einnehmen? Wäre ein Pixel-Labor ein Modell für die Region Freiburg, Breisgau, Hochschwarzwald? Und wenn ja, wie kann das erreicht werden? Welche Stakeholder könnten daran Interesse haben und als Projektpartnerin gewonnen werden? Klammer auf, die idealerweise auch einen finanziellen Beitrag leisten, weil ganz ohne Gelder geht es nicht. Das ist ein Franchise-Modell auch, das kostet. Und wir, also ein sozialer Träger alleine, kann das auch gar nicht stemmen, so ein Aufbau. Da würde ich jetzt gerne mit euch in die zweite kleine Diskussionssession gehen. Ich kopiere diese Fragen wieder, mache es in den Chat und dann wird mich dazu euer Feedback tatsächlich interessieren. So. Und ich beende wieder die Aufzeichnung.